Hallo Schokolade am Kamin hier mit einem neuen Video. Bevor wir beginnen, möchte ich kurz klarstellen, dass ich nicht finde, dass Genshin Impact ein schlechtes Spiel ist. Für ein gratis Spiel besitzt Genshin Impact eine krass große Welt und spaßiges Gameplay. Das sind nur 5 Dinge, die mir beim Spielen aufgefallen sind und mir ein wenig die Lust genommen haben. Problem 1. Ewiges XP und Geldfarmen. Gerade für einen Free-to-Play-Spieler wie mich ist das ein Problem, denn ungefähr ab Weltenstufe 5 bis 6 dauert es teilweise echt lange, seine Charakter aufzuleveln. Also wenn man nicht jeden Tag spielt, kommt man nicht mehr richtig mit. Deshalb versucht man möglichst jeden Tag Dinge wie die täglichen Missionen zu erledigen und all sein Resin zu benutzen. Darum habe ich gerade auch ein wenig ein Burnout von Genshin Impact und lade hauptsächlich Anime-Content hoch. Problem 2. Langweilige Gameplay-Loops. So ziemlich jede Nebenquest in Genshin Impact ist entweder so aufgebaut, dass man einen random NB-Charakter etwas bringen oder kochen muss. Oder B zu einem bestimmten Punkt der Karte gehen muss und da ein paar Monster besiegt. Nachdem man das dann alles erledigt hat und rund 5 Minuten seines Lebens verschwendet hat, bekommt man 100 Abenteuer-EP, einen feuchten Händedruck und wenn man Glück hat vielleicht noch 10 Grundgestein. Problem 5. Kaum vorhandene Animation in Gesprächen. Einen großen Teil des Spieles werdet ihr damit verbringen, mit Charakteren zu reden. Und da frag ich mich, warum so ziemlich jedes Gespräch im Spiel nur daraus besteht, dass die Charaktere ihren Mund kurz öffnen und die gleichen Animationen immer und immer wieder machen. Besonders bei Paimon und den Reisenden fällt das schnell auf. Ich weiß, dass Animation sehr schwierig ist und viel Geld kostet und daher nicht alles gut animiert sein kann. Punkt, dennoch finde ich es schade. Ich möchte am Ende noch sagen, dass Genshin Impact sich immer weiterentwickelt und in ein paar Jahren diese Probleme zum Großteil wahrscheinlich nicht mehr da sein werden und ich das Spiel immer noch sehr gerne spiele, aber beim aktuellen Standpunkt möchte ich erstmal eine Pause vom Spiel machen. Danke fürs Ansehen und bis zum nächsten Video.